Hallo Freunde der grün-roten Handballkunst, der SC Magdeburg, mit einem schönen Interview. Wir sind hier an der Stelle, wo die Magdeburger auf Leib und Seele und Herz und Nieren geprüft werden und auch fit gemacht werden. Und dieser Mann hier spielt demnächst bei uns im Rückraum, heißt Piotr Chrapkowski. War das jetzt richtig? Ja, jetzt war es richtig. Wir haben uns darauf geeinigt, Piotr versteht auf jeden Fall ein bisschen Deutsch, deshalb kann ich die Fragen auf Deutsch stellen. Er antwortet unter Umständen in Englisch, übersetze ich schnell, alles gut und schön. Herzlich willkommen in Magdeburg. Das ist jetzt eine schöne Überraschung, deine Gedanken, wenn du an die Stadt denkst und an den Verein? Your thoughts about Magdeburg and the club? First, I need to thank for all the FC Magdeburg family for making me part of this big plan here. Thank you. I feel great. I already see some things in the town. I see the hall. I see the gym here. I was in the club on some coffees, and I feel that I will feel great with my family here. Also, Piotr, Spitzname war Chrapko. Chrapkowski. Nee, der Nickname. Chrapek. Chrapek. Chrapek könnt ihr euch auch schon mal gleich merken. Also wer in der Stadt unterwegs, freut sich natürlich Teil der Pläne in Magdeburg zu sein und auch Teil der Familie. Hat die Stadt sehr, sehr genossen und gemocht und die Cafés haben wohl auch ein bisschen Eindruck hinter ihm, bei ihm hinterlassen. Nun bist du Champions League-Sieger. What do you think about the rollercoaster drive of Magdeburg in the last weeks and month? I think it's we'll get the less roller coaster and they will play better and better without this down, only up, and I think it's every game that the team develop, and I hope I will help develop the team next season. Wir reden ja offen mit Magdeburg unter Kumpels und Sportskameraden, deshalb habe ich gleich mal gefragt, hey, du kommst ja her als Champions League Gewinner, mit Kielce hat er die Champions League gewonnen, was er über die, sagen wir mal, Achterbahnfahrt von Magdeburg denkt, und da hat er gesagt, er sieht, klar, hier war mal eine Fahrt nach unten, aber jetzt geht es immer nach oben, oben, und er wird auf jeden Fall helfen, dass das demnächst auch ein bisschen besser wird. So, erzähl uns mal was über deine Familie. Du bist verheiratet, hast zwei Kinder? Yes, I will be father of two daughters, and of course I have my beautiful wife. They will come with me after preparation season, and I'm happy that we will be a bigger family of FC Magdeburg. Also zwei Töchter hat er. Eine ist relativ jung. Wann geboren? Die letzte? Die youngest? 10 days she has. Ten days. 10 days. Oh. Congratulations. Also die zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Interviews 10 Tage alt, die Tochter, und dann eine ältere Tochter noch auch und natürlich auch die Frau. Freuen sich hier die Familie in Magdeburg auch noch ein bisschen größer zu machen, und er wird dann die Familie nachholen in der Vorbereitungssaison, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, your plans with Magdeburg? My plans to win Magdeburg, win the every next game. And if it will happen, I think we can do nice results. You know. Let's talk about titles. We can talk about titles, but first we need to win this game by game. And then if you win, then we can talk about the titles. And I think it will, we have some chance. Also wir reden ja immer gerne über Titel in Magdeburg und über die Pläne, wie man die hinkriegen kann. Ich habe das natürlich gerade versucht, wie ihr gemerkt habt, aber da ist der Profisportler am Start. Das wichtigste Ziel ist es, immer das nächste Spiel erstmal zu gewinnen. Das ist auch gut für uns Fans, wie ich finde, immer wieder diese Regel sich mal vor Augen zu führen und nicht schon in der Vorbereitungssaison über die Champions League Teilnahme zu sprechen. Haben wir hier mal wieder eine schöne Regel von ihm auf jeden Fall gelernt. So, dann sage ich auf jeden Fall erstmal danke, viel, viel Glück. Du bist ein kompletter Spieler. Du kannst in der Abwehr spielen, genauso wie im Angriff? Ja, ich kann spielen both. Beides? Beides. I play now more defense in Kielce, but before I was only the attack player in Płock, so I think I can help on both sides. Hast du eine Lieblingsposition? Also mehr Defensive oder mehr Offensive? Was magst du selber am liebsten? I like to score. And I like to also to making our opponent not score. So it's like the similar. Also ich habe jetzt noch gefragt, ob er sich als kompletter Spieler versteht. Er sagt, im Moment spielt er natürlich ein bisschen mehr Defensive in seiner derzeitigen sportlichen Realität. Hat aber schon Lust, auch in der Offensive zu spielen. Wie alle kleinen Jungs, die mit Bällen unterwegs sind, mag er es natürlich, Tore zu machen. Und er findet es auch genauso gut, dass man Tore verhindert bei Typen, die man in der gegnerischen Mannschaft zu stehen hat. So, dann würde ich einfach mal sagen, wir wünschen
wünschen ihm viel Glück. Ihr merkt, es ist ein unglaublich sympathischer, netter, offener Typ. 2 Meter und 3 groß, freut mich auch mal wieder, alle die Interviews zu machen. Willkommen in Magdeburg und wir wünschen dir das Beste. Thank you very much. See you soon.